Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Wochenmagazin RE Aktuell. Ich bin zurück aus dem Urlaub und darf euch diese Woche wieder mal durch unser Programm führen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und das haben wir in dieser Ausgabe. Eröffnung des Padel-Tennisplatzes in Reutte, den Wochenblick mit den News der letzten 7 Tage, Spatenstich zum 3. Bauabschnitt der Marktresidenz und Öffi-Shuttle Regioflink fährt jetzt auch im Talkessel Reutte. Padel-Tennis ist derzeit die am schnellsten wachsende Sportart der Welt und bietet einen großen Fun-Faktor. Das Spiel, das Elemente aus Tennis und Squash kombiniert, zieht neue Spieler auf die Anlage und ermutigt insbesondere junge Sportler, sich zu bewegen. Das Besondere an Padel ist, dass man ohne umfangreiches Training sofort loslegen kann, was die Sportart für jeden zugänglich macht. In Reutte wurde kürzlich ein neuer Platz für die Trendsportart Padel-Tennis eröffnet und wir waren für euch dabei.